Oh Mann, Junge! Das gibt's doch nicht, oder? Yo, was geht? Willkommen zu diesem arschgeilen Video. Im Hintergrund sortiert AvivaD ganz kurz seine Steuerunterlagen, denn der muss nur die Zeitung, Digga, weil heute sind spannende Themen. Oh, das bin ja ich, Digga. Oh, so ein Ding. Ja, Digga, absolut arschgeil, dass du es endlich mal in der Lokalzeitung geschafft hast. Dann ist der blaue Haken auf Instagram auf ja nicht mehr weit. Auf die Titelseite, mein Lieber. Ja, auf die Titelseite von der Lokalzeitung mit einer Auflage von 20.000. Arschgeil. No front! Leute, falls ihr vielleicht ein bisschen mehr sehen wollt als nur 20.000 Leute, schaut auf jeden Fall heute Abend mal im Livestream rein, denn da wird es extrem geil. Wir fangen gegen 19 Uhr an. Es wird GTA-Roleplay geben, später noch Pummelparty mit Monte und Nico, bisschen Reactions und wir werden natürlich eine Menge machen und zwar über Weiflachen. 19 Uhr also heute Abend. Rein in die Olga. Jetzt befassen wir uns aber allerdings erstmal mit einer Person, die ich noch weniger ausstehen kann als Survive. Moment mal, das kann ich so nicht sagen. Trimax mag ich schon ein wenig mehr. Unnötig langes Intro, ihr wisst, was es ist. Wir schauen uns wieder den Jungen mit der Platin-Rolex an, aka Trimax. Lost Moments in Fortnite diesmal. Da kann der Vive auch was zu sagen, weil Lost in Fortnite ist er nämlich auch. Ich würde sagen, 3, 2, 1 und los geht die Olga. Ach du Super. Ich denke, wieso war das hier unten ja, weiß? Digga. OBS aber auch wirklich kompliziert geworden mit dem neuen Update. Muss man ihm lassen. Das habe ich mir gedacht. Ich denke, so habe ich ein weißes Fenster bei mir rechts unten. Meine Cam war im falschen Format. Ach nein. Wahnsinn. Sowas macht ihr auch alles onstream. Das dauert dann erstmal 40 Minuten, bis es losgeht. Dann ist die Musik zu laut. Zeit für den Greenscreen, morgen kommt er, dann habe ich dann das Fluchenende hier mit der ganzen Scheiße hier. Mit der ganzen Scheiße. Max. Okay, das. Boah, sieht das schrecklich aus, diese Cam. Digga. Max, bitte, wo ist die Cam? Max, die Cam ist weg. Guck mal, da ist er noch. Digga, der ist so dumm. Guck mal, was macht der? Ach, Leute, das ist so eine Scheiße. Also, wer hat das vorgeschlagen? Das ist die beschissenste Digga, das kann nie Zeiten. Bei diesen sieben Zwergen-Filmen der Spiegel. Alter, Digga, das ist so gruselig. Imagine, du wachst nachts um 3 Uhr auf und das schwebt vor deinem Bett, Junge. Ich würd mich instant einfach umbringen, Digga. Trimax Geist, maximale Grusel. Bruder. Mit so viel Abstand. Sehr geil. Ich will das gerne rauskeyen. Leo, kannst du mir das einfach rauskeyen? Das ist ja grüner Hintergrund. Kann ich das jetzt einfach bitte immer haben, dass das so im Hintergrund in meinen Videos rumfliegt? Das wäre saugeil. Für den gewissen Spooky-Faktor. Einmal im Video jetzt ein Jumpstare mit Geister-Trimax. Die dümmste Facecam. Junge. Imagine, dieser Mann hat 40.000 Zuschauer. Jetzt wieder weg. Dieser Mann. Der soll das Turnier eigentlich kommentieren, weißt du? Er soll das Turnier casten. Er ist da professionell gelöst. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was du hast. Er ist super, wirklich. Was ist schwarz-weiß, Digga? Was ist denn jetzt? Ja, was ist denn jetzt? Lest doch einfach, Junge! Max, bitte. Max, das muss der mit Absicht machen. Guck mal, Junge. Das kann. Ey, Max. Die Regler. Alter, kann einfach so erscheinen und wieder weg sein. Imagine, du bist dieser Typ, der gerade gecastet wird, wartest auf deinen großen Durchbruch, hast alles weggeholt und der Typ, der castet, der dafür bezahlt wird, macht sowas. Siehst du dein Gameplay und siehst die ganze Zeit, wow, hier bin ich und jetzt. Derweil so 40.000 Leute gucken sich so einen Typen an, der am Kontrastregler rumspielt. Alter, stell dir vor, ihr versucht zu schlafen. Und auf einmal erscheint. Die freut sich am Ende der Wiederholung zu sehen, was du der Caster gesagt hast. Ich hab gerade gesagt, Moin Leute, Trimax hier. Er sagt auch, Moin Leute, Trimax hier. Da! Oh mein Gott! Ah! Da war sogar das richtige Bild da. Oh mein Gott, ich hab's vorausgesagt. Warte. Schau genau hin. Schau genau hin, Digga. Ja, ich schlage Romata im Schlaf, ne? Und dann? Moin Leute, Trimax hier. Da kommt der Geist, Alter. Oh, Digga. Ganz gruselige Nummer, Digga. Direkt weg damit. Boah, Junge, das ist gut. Das ist gut. Eine Schulter. Auf meine Schulter. Ja, jetzt ist ein halbwegs in Ordnung. Bisschen kleiner vielleicht noch. Max, du bewegst dich eh nicht. Du bewegst dich eh nie. Ach man, der heult fast. Guck mal. Nicht. Ein Greenie ist so wichtig. Ein Greenie? Ja, der hat doch einen, oder nicht? Alles blöd. Wusstest du, dass Greenie ein neuer upcoming Rapper ist? Wahrscheinlich meint Max den damit. Ob das jetzt von Stay High oder UFO ist, wissen wir bis dato immer noch nicht. Der Täter ist, das bleibt ein Schwein. Wer ist denn jetzt der Täter? Max? Ich wollte ihn in den Abgrund schmeißen, aber ich habe ihn nur ins Wasser geworfen irgendwie. Aber ich habe ihn trotzdem, Er springt. Ah, der überlebt man aber. Ach du, die Zone kommt. Aber wenn er jetzt springt, stirbt er in der Zone. Ja. Digga, ist er blöd? Weißt du, was passiert? Ja. Ist der gegen den Staudamm? Ach, Max, Junge. Was macht der da schon wieder? Woran leckt der? Aber stabile Runde. Seine Mates 8 Kills. Ich könnte euch den ganzen Tag irgendwie zuhören.
Wieso? Ich finde den österreichischen ist mega entspannt. Akzentdialekt einfach ultra sympathisch. Warum Miki am Start? Ja. Ich probiere es so gut wie möglich Hochdeutsch zu sprechen. Ding komplett daneben, Alter. Das ist so, wie wenn du mit wenig Kraft spielst und erstmal 20 Minuten dich darauf einlassen musst. Ja, das ist so und so. Ich wollte dich gerade fragen. Du kannst auch ohne Dialekt reden. Du redest ja komplett in Dialekt. Ja, ich versuch's so gut wie möglich Hochdeutsch. Ich kann nicht mal österreichisch. Bleib mal richtig drauf, dass sie da nichts bauen zusammen können. Oh, Max, den kannst du holen. Ja, stark. Ja. Oh, das ist gut. Wer hat da so Explosionen? Aber er hat schon einen Kill gemacht. Ach, der macht Explosionen auf mich! Digga, oh, Max. Oh, das ist gut. Wer macht da so Explosionen? Die stellen ihn wieder auf. Die stellen ihn wieder auf. Max, was baust du? Hallo, Max. Wie wär's mit dem Kon... Gib mir wieder hier Kill abgeschossen, Mann! Ja, effektiv, Digga. Bro, heal die Gegner, Max. Machst du das immer direkt danach? Digga, ja, okay. Fans? Ja. Moin. Ey, Alter, ich hab hier richtig einen coolen Typen gefunden. Der Miki ist nicht hinterhergekommen. Ich muss jetzt rausgehen. Oh. Ja, sorry, Fans. Fans, sorry. Oh, Fans. Weißt du, Fans, ganz ehrlich? Vielleicht kommst du nochmal bei uns in die Runde. So unwahrscheinlich, Alter. Max, richtiger Assi, Digga. Max mutiert zu Montana Black, Alter. Lest jetzt nur noch Donations ab 100 Euro vor. Ganz klares Ding. Und dann kriegen wir Ladescreen. Wir haben einfach fünfmal uns gegenseitig gesagt, ach drauf. Mhm. Fans. Ach, drauf, Fans. Fans. Das ist echt gut. Kannst du dir vorstellen, wie Max eine Frau anspricht? Nee. Ich auch nicht, weil er hat seine Freundin beim Feiern kennengelernt. Ich verstehe es bis heute nicht. Die Frage ist, mit welcher Frisur? Ist immer die Abfans. Es muss der Bart gewesen sein. Ey, was ist denn Fans für ein geiler Steffo, du heißt Fans. Max, bitte. Der Multipler. 16.30 Uhr bin ich da free gewesen, hab noch nichts gegessen. Mhm. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, bin ich heute mal clever, gehe ich zum Restaurant und hole mir ein Gericht für jetzt. Aha. Und eins für später. Und ein Gericht für nach dem Stream, damit ich nach dem Stream auch noch was hab. Das ist klar. Also einmal ein Rumpsteak mit Bratkartoffeln geholt und einmal Roastbeef mit Bratkartoffeln. Sau ausgewogene Ernährung, Digga. Zweimal Bratkartoffeln, zweimal Steak. Arschgeil. Also wirklich, zweimal Fleisch ist absolut gesund, Max. Ja. Abs zu Hause aufgemacht. Hat beides gegessen. Sehr kleine Portion. Und dann habe ich beides gegessen. Das gibt's doch nicht, oder? Ganz ehrlich. Und Max beschwert sich, dass er 30% seines ganzen Körpers einfach nur pures Fett sind. Das ist bei einer Analyse herausgekommen. Das hat der Arzt gesagt. Ich habe 30 Kilogramm pures Fett. Ich bin fettleibig. Das ist nicht gesund, Bro. Ja. Max. Ja, Max. Das war echt nicht, das sozusagen 250 Gramm Rumpsteak und vielleicht... Ja. 200 Gramm Roastbeef. Ja, das reicht ja nicht. Halbes Kilo, ach, Digga. Das ist ja nichts, Digga. Halbes Kilo Fleisch weggehämmert, Digga, reicht nichts. So ein Tapas-Gericht, weißt du, wo du so ganz... Tapas-Gericht? Mit einem halben Kilogramm Fleisch? Ich komm nicht, ich hab Warteschlange, 140 Sekunden. 140 Sekunden? Das ist ja eine Dreiviertelstunde. Einfach Bro, das ist wie das wiegt eine Tonne. Okay, Sarah redet, deswegen musste beseitigt werden. Ah ja, okay. Mhm, ich verstehe. Können wir Sarah irgendwie umbringen? Was wäre die Möglichkeit, um Sarah zu töten? Helikopterabsturz. Ja. Wir können sie einen Unfall aussehen lassen. Ja, okay. Wo kriegen wir einen Heli her? Wir nehmen den Heli. Oh Gott, Psycho-Trimax, Psycho-Max. Wasser raus und sie fliegt noch weiter und stürzt dann ab. So. Ja, kann er sagen, dass das jetzt vorsätzlich war? Doch, es klingt nach einem Vorsatz. Machen wir. Es klingt genau so, klingt ein vorsätzlicher Sarah Mord. Jetzt den Heli. Oh nee. Ich fasse es nicht. Aber immerhin nimmt sie uns mit. Ja, das ist ja nett. Jo. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich von Sarah halten soll. Ich auch noch nicht, ich finde sie nicht gut. Ich werde die stürzen. Sarah macht jetzt genau das. Boah, bitte, Digga, wie lustig wäre das? Das wäre so geil. Okay, sind wir über dem Wasser? Überhaupt nicht. Die sterben. Ah. Die sterben. Man hat ja auch keinen Gleiter, ne? Man fällt ja direkt ins Wasser, oder? Nee, man kann den Gleiter nicht aufmachen. 3, 2, 1, raus. Er trifft nicht. Miki schreit Abbruch, Sarah redet. Oh, Sarah, ich würde sagen C. Nee, ich sag B. Ich sag B, Digga. Ja? Das klappt nicht! Geh wieder rein! Ich bin tot! Ja.
Das ist einfach nur schlecht. Das ist einfach wieder mal absolut schlecht. Sarah hat uns getötet. Sarah hat uns getötet. Wie hast du das gemacht, der Kipper? Ich hab dieses Sturzpolster. Du hast einen Sturz? Ich dachte, er das sagt. Digga. Okay. Ist Sarah wenigstens abgestürzt? Nee. Nein, und Vicky sitzt noch drin. Und Sarah fliegt aber einfach weiter. Junge, ist das noch Vicky, das auch gleich noch? Ey. Aber du hast das gut gemacht, Vicky. Digga. Ja, aber Sarah auch. Sarah kriegen wir irgendwie nicht tot. Ja, Digga. Also ganz ehrlich, wenn Max ja mal irgendwann so eine Anzeige haben sollte oder eine Anklage wegen Mordes, ne? Ich sag's so, wie es ist. Es wird relativ schnell fallen gelassen, weil ich glaube, Max ist niemals in der Lage, sich einen Mordkomplott zusammenzustricken, Alter. Nee, nee. Also da mangelt es einfach wirklich an Planungsfähigkeit, Intelligenz und auch an Durchsetzungsvermögen, Max. Da passt gar nichts. Also ich würde sagen, die Behörden lassen sich ganz, ganz schnell damit wieder befreien. Ne? Also das, ich würde jetzt nicht sagen, Max, du hast einen Freifahrtschein für einen Mord, aber... Ja. Da brauchst du nur einen Best-of, die sagen, der kann das nicht. Ich bin hier im Busch. Ja, eigentlich wie immer. Eigentlich wie immer. Oh. Max! Sehr gut, sehr gut. Digga, das war aber ein guter Schuss. Ja, ja. Der ist einfach nur genau in dem Moment. How old are you, buddy? 26. 26, yeah? That's a good age. Nice, that's a good age. That's a good age. I'm 19. You sound 30. You sound 30. Wait, Trimax, who's Trimax? I'm Trimax. And I'm 19 Mickey. Years old and I come from Greece. Where do you come from? Oh, you come from Greece? Yes. Very nice, very nice. Thanks. Der spricht jetzt Griechisch, der I Typ. I come from the Netherlands. Ah, nee, schade. Okay, geil. From Netherlands, I like cheese. Oh, Alter. Digga, like die zwei Englisch-Bots, Junge. Okay, Bro, ihr beide mal was auf Hochdeutsch. Also auf Österreich, ich meine, ich lore. Digga. Ich kann eigentlich immer nur, Phyrex zitieren mit, sowas wie... Ja, Max? Eigentlich ja. Kann ich nur Snapper. Was ist das? Also wenn ihr eine findet für mich. Oh Mann. Eine Snapper. Kann ich mal bitte die Snapper holen? Die gerne geben. Die Snapper. Snapper. Stand 8. Klar, oh. Macht Sinn. Mhm. Oh. Vicky, krieg ich in die Zone? Hättest du mich werfen sollen. Max hat einen Ghosted bekommen. Was mache ich jetzt? Ja, was macht der? Ja. Mini. Ja. Nein. Nee, war... Wieso krieg ich denn da Fallschaden? Digga, weil das... So? Warum? Das kriegt man da? Nein, das ist zu dumm. Nee, das ist zu dumm. Max, das waren Max, zwei nee, oder nee, drei nee, Meter nee. Nur. Er hat schon recht. Ja. Also ganz ehrlich, das war das... Ja, Max. Hey, Max. Nee, Junge, ist so lost. Dicke sorry, Digga. Ja, lost. Also Leute, was soll man dazu noch sagen, außer wieso hat dieser junge Mann so viele Zuschauer? Leute, wenn ihr auch nochmal bei jemandem vorbeischauen wollt, der vielleicht auch ein paar mehr Zuschauer gebrauchen könnte, schaut auf jeden Fall heute Abend meinen Stream und nicht bei ey, der Wahl vorbei. Ey, Mann, sag doch mal, mach doch einmal Werbung für mich! Das war's von diesem arschgeilen Video. Ich bin an der Stelle raus, meine Freunde, und wir sehen uns dann später. Vielleicht gehe ich später nochmal nachmittags kurz live mit einer Runde Valorant. Auf Wiedersehen! Moin!